So. Isaac and his mother. Wieder neue Pausenbildschirm. In a small house. Was? Nee. Isaac. Kein Pausenbildschirm, aber ups, nee, das ist der falsche. Falscher Dings. Bin ich aber auch schon recht weit. Alles durch. Challenges habe ich auch alle. Was fehlt mir noch? Items. Items brauche ich noch. Da fehlen mir noch ein paar. Und dann habe ich das. Habe ich auch wieder ein wunderbares Achievement und so weiter. Ja, ein paar fehlen mir noch. Ah, es kommt auch noch. Aber wir haben ja den. So. Haben wir noch gar nichts freigeschaltet? Ach nee, das wird ja oben links noch gar nicht angezeigt. Wird ja erst jetzt, glaube ich, angezeigt, wenn wir It Lives und so weiter geschafft haben. Also, kein neuer Pausenbildschirm bis zum Wochenende, aber neue Alerts. Die sehen ein bisschen schöner aus dann. Aktuell bei Trinkgeld und so weiter ist ja dieser, der Zelda Edelstein Rupi. Bei Follow ist das komische creepy Schweinchen und bei Subscribe sind die Skelette, die tanzen. Das wird alles ein bisschen umgeändert, damit es schöner aussieht und so weiter. So, was machen wir heute? Challenges haben wir. Haben wir letztes Mal irgendwie eine Challenge geschafft? Ne, da hatten wir, glaube ich, Cat Got Your Tongue versucht, aber verkackt. Ja, müssen wir mal gucken. Machen wir heute. Was haben wir denn freigeschaltet? Also, wir haben Eve. Wir hätten noch Azazel. Lazarus, Eden haben wir noch nix. Apollyon, Isaac. Okay. Für Maggie brauchen wir ganz viele Herzen. Kein brauchen wir. Münzen, Judas. Judas steht nicht da, wie man den freischaltet. Zwei Etagen ohne Schaden. Greed Mode mit Azazel. Und ja. Weiß noch jemand zufällig, wie man Judas freischaltet? Oder kommt der, wenn man zum Beispiel, wenn man Satan, Mega Satan besiegt hat oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Schon ewig her. Jo. Da wir heute recht viele zur Auswahl haben, machen wir einfach mal eine Abstimmung. Also wir machen heute wahrscheinlich wie bisher die letzten paar Mal ein normaler Run und eine Challenge. Wenn ich Satan. Ah, okay. Welcher Charakter? Also ihr dürft entscheiden, welcher Charakter gespielt wird. Wird erstmal auf normal gemacht. Hard und das Greed und so weiter, das kommt dann. Irgendwann später. Also wir haben Isaac, wir haben Eve, wir haben Azazel, wir haben Lazarus, noch Napoleon. Okay. So. Klugscheiße raushängen. Habe ich nichts dagegen. Würde mir auf jeden Fall helfen. Bei Sachen, bei denen ich keine Ahnung habe, was die machen. So, und challenge-mäßig, was machen wir da?
Black, Eyebrow, Head Trauma. Mal gucken, was wir dann machen. Oder random hätte ich auch machen können. Okay. 4 Stimmen haben wir schon mal. Mag noch wer abstimmen. Weil aktuell hätten wir Eve 2 Stimmen und Apollyon 2 Stimmen. Da würde ich fast sagen. Weiß nicht, Apollyon haben wir, glaube ich, letztes Mal. Hatten wir Apollyon? Ich glaube, mit Apollyon haben wir letztes Mal Mom besiegt. Das heißt, da würde ich eher auf Eve dann zurückgreifen. Arena-Mod. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Neuer Modus. Apollyon, mit der passt. Was war nochmal Apollyon? Apollyon war griechischer Name für irgendwas. Für Abaddon. Untergang. Abgrund. Verderbende. Griechisch für der Verderbende. Arena Mod. Kann ich mir bis zum nächsten Mal angucken. Beziehungsweise mal runterladen und so weiter. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Können wir beim nächsten Mal bestimmt mal ausprobieren. Speichere ich mir als Lesezeichen mal. Hab die Seite gerade offen. Ich hoffe zumindest, dass da hier meint ihr. Oder? Arena Mode, Afterbirth Plus, neue Game Mode. Also wenn es das ist, kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aus dem Steam Shop. Ah, okay. Stimmt, Steam hat ja Workshop-Zeug und so weiter. Okay. Also, wir probieren mal. Eve. Mal gucken, wie weit wir kommen. Yay. Pillenbaby. Okay. Jo, mal gucken. Hoffentlich gibt's uns ein paar gute Pillen. So. Wenn wir 2 Bomben hätten, könnten wir uns die eine Tür mal genauer angucken. Mal eine Bombe, da ist ein
Steinen. Hm. Mal gucken, was wir vom Boss bekommen. Famine, okay, wahrscheinlich Cube of Meat. So ein kack kleinen Raum, ey. Los, Vogel. Mach Aua. Nicht auf die Fliegen. Und das erstmal weg. Der Vogel ist scheiße, der macht nix. Los, Vogel. Na ja, gut. What a horrible night to have a curse. Mache ich wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Ah! Passiert. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also ein kack kleiner. Nee. Besser aufpassen, Junge. So ein kack kleiner Raum ist halt auch nicht besonders gut. Für Bosskämpfe und so weiter. Da. Danke, Vogel. Schwarzen Fliegen macht seit neuestem keinen. Was? Wie machen keinen Schaden mehr? Gar keinen mehr. Kann man da einfach reinlaufen und die machen nichts? Sind dann im Endeffekt nur dafür da, um Tränen abzufangen. Ohne Schaden. Interessant. Muss ich mal ausprobieren. Jetzt hat er mich in die scheiß Flammen gepupst. Rotten Teeth oder wie das Ding heißt. Keine Ahnung. Ist das Dead Tooth? Ja, bin ich. Okay. I found Prince. Okay. Also. Dead Tooth, wenn ich rumschieß, wenn ich meinen Mund offen habe. Jeder, der in die Nähe von mir kommt, wird vergiftet, soweit ich weiß. Auf Paul schadet Berührung oder nicht. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ist es dann auch bei Satan so? Nee. Los, Vogel. Stars, okay. Satan tut weh. Okay. Okay. Hallo, Enoch. Schon wieder Famine. Hunger. Na. Los, Vogel. Ja, fuck. Vogel. Guter Vogel. Book of Revelations has appeared. Okay, Ball of Banagers. Ist okay. So, gehen wir nochmal zurück durch hier. Sammle das weiße Ding ein.
Und ja. Gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. So, was macht The Stars nochmal? Bringt mich irgendwo hin. Rainbow Effekt. Okay. Okay, das ist. Das Item hatte ich noch nicht so oft. Aber es scheint recht interessant zu sein. Scheint ähnlich wie Rainbow Tears zu sein, bloß halt verschiedene Effekte. Oh Gott. Verschiedene Effekte pro Träne und nicht pro Raum. Tränen explodieren gerne. Das ist nicht gut. Sehr schön. Ah. Heute ist kein guter Tag für Isaac. Okay, lohnt sich eigentlich fast schon, in den Shop mal zu schauen. Ja, explodieren gerne. Ich merk's. Na. Doch. Also Items bisher nicht super gut. Nicht die besten. Schauen wir mal rein. Pillen. Eine Bombe hätte ich. Immer ein guter Tag für Isaac. Okay, da wird man Schlüssel sparen. Nehmen wir's mal. Heißt, in alle Räume, wo ich Schlüssel bräuchte, komme ich jetzt nicht mehr mit Schlüssel rein, sondern mit einem Penny. Ganz schlecht. Sterb. Monstro, bitte. Gott. Okay, Leben.
auch keine Bombe. Was meinst du? Meinst du das Ding? Oder wo soll ich drauf heulen? Ich bin leicht verwirrt. Boss Rush Flucht. Boss Rush werde ich möglicherweise nicht machen. Brauche ich wahrscheinlich viel zu lange. Gott, scheiß Tränen. Los, fett. Gut. Auf alles, was ich springe. Ah! Das ist natürlich nicht schlecht. Stimmt allerdings. Es ist ein sehr merkwürdiger Raum. Irgendwie. Ja, Fruitcake ist... Ich merk's, Fruitcake ist... nicht supi. Aber Fruitcake scheint mir recht viel Münzen zu geben. Na, komm. Das ist immerhin was. So. Was habe ich hier? Geht. Mit vielen Gegnern nah beieinander. Ist Outbreak akzeptabel. Aber trotzdem gibt um einiges bessere Kack-Items, die ich da hätte bekommen können. Aber ich krieg irgendwie heute nur Scheiße. Vielleicht mal Damage up oder... Tears ab oder sonst irgendwas, was mich an sich stärker macht, mehr nicht schlecht. Ist das G-Taste? Das ist komplett neu. Das kenne ich überhaupt nicht. Crazy, was macht das? Ist besser als Petrified Poop. Petrified Poop, das, da weiß ich. Da habe ich eine höhere Chance. Oder da habe ich, ja, eine höhere Chance, dass ein Kackehaufen Geld drin ist und anderes Zeug. Itchy Tasty. Petrified Poop. Okay. Item ist nutzlos. Okay. Ist aber nicht schön. Ist es allgemein tatsächlich nutzlos oder hat es einfach nur einen schlechten Effekt? Oh, Skelette. Ich hasse die. Nah. Ah! Tch.
Justice. Da ist der Shop, den habe ich gesucht. Gott. Gerne, nehme ich gerne mit. Rest wird gespendet. Justice. Na, komm. Gucken wir mal, was in den anderen Räumen noch so ist. Was hier drin? Pillen. Und I'm excited. Und hier, ein Glück, dass ich Petrified Poop mitgenommen habe. Wunderbar. Auch Münzen als Schlüssel. Ah ja, aber Münzen bekomme ich so oder so um einiges schneller als Schlüssel, nehme ich an. Kann ich schon mal in einem Shop ein bisschen was ausgeben. Sag ich jetzt und dann fehlen mir die Münzen bestimmt. Okay. Okay. Nicht mein Lieblingsboss. Nee. Los, Vogel. Vogel, mach. Ja, Alter. Noch mehr Münzen. Yeah. Money equals power wäre nicht schlecht jetzt. Ich schau mal hier. Zwei. Bah! Ekelhaft. Ach, Kack, Boomerang. Träne. Gut. Fast reingelaufen. Ah! Fies. Super fies. Bin schon wieder fast tot. Läuft nicht besonders gut heute. Devil Dealer. Was? Habe ich nicht gesehen. Da war echt. Ach shit. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ganz schlecht.
Ich hab den verkackt. Ach so. Ja, das ist... Das ist gut. Yeah. Unicornster. Für den Arsch. Obwohl. Kann ich machen. Ah, nee. Ja, okay. Mein Ball of Bandages ist immerhin. Immerhin. Nice. Der macht wenigstens ein bisschen Schaden. Aber ich habe gedacht, wenn ich Unicorn Stump aktiviere, dass mein Giftzeug noch aktiv wäre, aber. Nee. Aber nee. Das ist gar nicht mal so scheiße. Bisschen komische Musik, aber. Bam. Bam. Yeah. Echt nicht schlecht. Habe ich gedacht, ist scheiße, das Item, aber es geht. Es geht tatsächlich. Da, da. Es geht. Also mit dem Ball of Bandages zumindest ist es akzeptabel. Hätte ich was nicht, das nicht Schaden macht, wenn ich nicht Schaden machen kann, dann wäre es scheiße. Ah, fuck. Jetzt habe ich dem Schlüssel gegeben. Stuck in a loop. Ist es gut? Nicht gut? Keine Ahnung, was das macht. Endless, nameless. Die ich gar nicht brauche. Brauche ich auch keine? Dinger für. Na komm. Keine Dinger für Goldstruhen. Kann auch mal was Gutes kommen. Ist das gut? More Sex. Ah ja. Emperor. Okay. Schon wieder Justice. Mache ich goldene Truhen auch mit Münzen auf? Wenn ja, dann ist natürlich, nicht so gut, dass ich den weggesprengt habe. Gertie ist okay. Vogel kümmert sich drum. Gott. Devil Deal. Und Luck up. Und noch mehr Schlüssel. Ernsthaft. Warum krieg ich nur so Scheiße? Schaufel ist in dem Fall nicht gut, weil ich brauche definitiv, besonders jetzt, brauche ich meine Items. Wenn ich dann komplette Level überspringe oder so, oder zumindest die Bosskämpfe dann und so weiter, nicht so gut. Nee.
Was haben wir da? Joker. Nice. Endlich mal ein anständiges Kack-Item. Das ging schnell. Ist das Flup? Musik ist gar nicht mehr da. Ah ja. Für den Arsch. More Options. Jetzt bräuchte ich halt nur Geld. Ne? Kommt es mir nur so vor, da haben die den. Haben die diesen Effekt für Aya Wizard in der Version verlängert? Death ist nicht so gut. Sun ist ganz gut. Hebe ich mir mal auf. Beziehungsweise Death sollte ich mir nehmen und dann, wenn ich mit dem Boss fertig bin, Sun holen. Also zumindest mir kommt's zumindest so vor, als ob seit Afterbirth Plus dieser Aya Wizard Effekt viel, viel länger andauert. Als wie davor. Das kann auch nur Einbildung sein. Sehr schön. Hermit. Ach nee, Quatsch. Das hatte ich gerade verwechselt. Ich habe gedacht, der Hermit wird mich in Secret Room bringen. Und nicht in den Shop. Moon bringt mich ins Secret. Greed! Yeah. Devil. Ist nicht schlecht. Eieieiei. The world. Strength. Sagen wir auch Devil und High Priestess. High Priestess macht das. Hätte ich machen sollen, wenn Gegner da wären. Leck! Was? Nicht gut. Ich hoffe, Leck ist weg. Ich hoffe doch, Leck ist jetzt weg. Nö. Will ich nicht haben. More options, yeah. Haben andere Leute auch noch Leck? Oder im Moment noch Leck? Immer noch? Oder ist besser? Geht. Hoffen wir, dass das der böse Leck weg bleibt. Boom. Das
Das war glücklich. Hanged Man könnte nützlich sein für irgendwas. Bei so einem Zeug kann ich doch beide nehmen, oder? Nein! Nein, kann ich nicht beide nehmen. Kann ich nicht nehmen. Neugeladen, geht wieder. Okay. Kann sein, dass ich während dem Lag irgendeine Frage gestellt habe oder so. Ich wüsste aber nicht mehr, welche das gewesen ist. Falls mir einfällt, sage ich's. Monster 2 ist scheiße. Habe ich auf die Fliegen geachtet und nicht auf Monstro selbst. Ach ja. Machen wir oder machen wir nicht? Bringt es mir überhaupt was? Müsste. Oder? Habe ich schon die Polaroids freigeschaltet? Muss man die extra freischalten? Würde ich es überhaupt schaffen? Nee, ich riskiere es nicht. Ich riskiere es lieber nicht. Jetzt habe ich mir die Sonnenkarte nicht zurückgeholt. Kack! Zeug. Heute läuft's echt kacke. Geh weg. Pille. I'm drowsy. Nutzlos. Ich das Schlüsselstück aufnehmen. Okay. Das hatte ich nicht gewusst. Ah gut, für die Zukunft weiß ich's und ja. Oh! Den sehe ich zum ersten Mal. Einer, der Bomben will. Und mir Bomben gibt. Ach gut. So einen kenne ich überhaupt nicht. Noch nie gesehen. Ah, cool. Schön, dass es jetzt solche Dinge auch gibt. Butterbean. Butterbean ist aber scheiße. Can't believe it's not Butterbean ist besser. Steigt Angel die Rage auf 100. Oh, okay. Natürlich direkt vor der Kacktür. Yay, noch mehr Bomben. Yay, Stars. Gib mir Zeug. Sack. Der will aber viel Bomben haben. Vom Doppelmonstro. Nö. Ja, also Boss Rush können wir so oder so jetzt vergessen.
Dafür ist viel zu viel Zeit schon vergangen. Ach, ich habe ja keine Bomben. Oh, kein schöner Raum. Spring, Sack, komm her. Nee. Bam. Nein. Zu weit gelaufen. Stars, Stars. Hm. Doppelsterne. Ei, 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 ei. Noch mehr Bomben. Judgment. Lil Bum. Ah, nee, Bum Friend. Ist das gleiche. Ein paar Münzen heben wir uns aber auf. Stars. In dem Fall würde ich eigentlich fast sagen, nehmen wir beide nicht mit. Das ist Psychic Shot. Psychic Shot kann gut sein, wenn man gute Tränen hat. Aber da ich extrem beschissene Tränen aktuell habe, scheiß mal auf beide. Jo, super Auswahl, ey. Stellen die Gegner das hier eigentlich das da, was ich denke, dass sie darstellen? Ich meine, hinten ein Popo. Da kommt Blutzeug raus. Aus einem Schlitz. Aus einem vertikalen Schlitz. Stellen die Dinger das da, wovon ich glaube, dass sie das darstellen? Wenn ja, dann ist es ein bisschen merkwürdig, dass das bei Dingen auf Isaac, auf einigen Nintendo-Konsolen, unter anderem die kommende Switch, zu holen ist. Was mich ein bisschen ankotzt, ist, dass die, ich glaube, die Wii U-Version nicht auf Afterbirth Plus updaten, glaube ich. Wenn das richtig ist, was ich gehört habe. Beziehungsweise gelesen habe. Und einige andere Versionen von Binding of Isaac Rebirth werden nicht auf Afterbirth Plus. Ah, hier ist eine schwarze. Tatsächlich, die tun gar nicht mehr weh. Sau cool. Werden nicht auf Afterbirth Plus geupdatet, wegen zu wenig Leistung. Zum Beispiel die PlayStation Vita Version. Die ich mal hatte. Ich weiß nur nicht wie, ich glaube durch PlayStation Plus. Der Sack gibt mir nix. Bauch aufreißen. Ja, aber trotzdem. Hätten eigentlich genug Herzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Lohnt sich nicht. Du.
Ich hab. Gutes Item, schlechtes Item. Gotta catch them all. Na, mag ich mein Einhorn doch lieber. Nee. Anderes Spiel auf der Wii, nicht ganz genau. Das stimmt auch wieder. Also auf der Wii, zum Beispiel Mad World. Jetzt habe ich ganz vergessen, welche Taste ich drücken muss für mein Einhorn. Hangman, Two of Clubs, doppelte Bomben. Clubs sind Bomben, ja. Spades sind Schlüssel. Diamond. Dingens. Lucky Rock? What? Nice. Cool. Laufen und man nimmt keinen Schaden. Das ist cool. Aber ja, das stimmt auch wieder. Mit den bösen Spielen auf der Wii und so weiter. Nintendo wird halt endlich erwachsener. Oh Gott. Oh Gott. Ein Scheißraum. Also unsere Items sind immer noch beschissen. Ich hoffe, die werden. Ja. Die letzten paar Items, die wir aufgehoben haben, gehen. Aber insgesamt sind wir trotzdem immer noch recht für den Arsch. So, jetzt das möchte ich mal ausprobieren. Okay, dafür brauche ich immer noch normale Schlüssel. Okay, na. Meine Frage, wer von euch schaut oder wer von euch hat Film Theory abonniert und schaut die Theorien da? Gleichzeitig die Frage, wer von euch hat vor dem letzten Video von ihm Poppy gekannt. Poppy-Theorie ist irgendwie merkwürdig. Noch Schaden genommen. Noch kleiner. Yay. Kanntest Poppy. Keine Ahnung, was das sein soll. Ups, falsche Taste gedrückt. Poppy ist eine Sängerin, die auch einen eigenen YouTube-Kanal hat. Mehr oder weniger eigen. Und auf dem eigenen YouTube-Kanal werden halt ganz merkwürdige
Videos gepostet und MatPat schlussfolgert durch die Videos und so weiter, dass Poppy uns darauf hinweisen will, dass sie den Illuminaten angehört. Und ja, im Endeffekt Poppy gehört zu den Illuminaten. Laut MatPat. Sehr merkwürdige Theorie, die irgendwie doof ist. Oh ja. Ist ein bisschen, weiß nicht. Plattophobien. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob mir der Name was sagt oder nicht. Before what? Ne. Nein. Aber der macht anscheinend sehr, sehr viele Videos, dass sehr, sehr viele Leute oder sehr, sehr viele Dinge Illuminaten sind. Oder andere Conspiracy Theories, zum Beispiel, ob Harambe noch am Leben ist. Interessant. Verarschen. Hab ich mir gedacht, nachdem ich die Anzahl an Videos gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, ja. Kein Mensch Creepypasta Punch. Ich schau nicht wirklich deutsch. Also an sich schaue ich in erster Linie kaum deutsche Creepypasta Leute. Und andererseits in letzter Zeit schaue ich irgendwie überhaupt keine Creepypasta Sachen mehr. Der Name ist mir bekannt, aber nie was gesehen von ihm. Ich nehme an, er ist männlich. Und ja. Aber ja. Hin und wieder mal was über ihn, Leute über ihn reden hören und so weiter. Scheint ganz gut zu sein. Aber ich selbst nie angeschaut. Hätte ich nur ein Scheiß-Item, mit den ewig vielen Batterien, die ich im kompletten Run bisher bekommen habe, auch was anfangen könnt. Aber nein. Und jetzt so weit unten haben wir den Tod. Ich hoffe, der gibt mir Ball of Meat oder Dingens. Bandage. Ja. Sehr schön. Immerhin.
deutsches YouTube. Deutsches YouTube an sich. Ich weiß gar nicht. Ein paar deutsche Kanäle habe ich bestimmt abonniert oder so. Aber. Hauptsächlich trotzdem irgendwie noch mehr. Mehr Englisch. Ich weiß gar nicht. Ich finde. Ich bin irgendwie nicht so der. Ernsthaft. Nicht so der Fan von dem deutschen YouTube-Stil. Sag ich mal. Nice. Nochmal. Ah, interessant. Was haben wir für Karten? Judgment. Der kann sich verpissen. Wishbone. Ist Wishbone gut? Judgment. Bills Channel. Sagt mir nichts. Aber ich, ja, ich bin irgendwie nicht so der Fan von diesem. Von der Art, wie viele deutsche YouTuber Videos machen. Mal abgesehen von den. Von den allgemein sowieso bekannten Leuten, die ich so oder so eh nicht wirklich mag, weder Deutsch noch andere anderssprachig. Beziehungsweise nicht schau. Mögen ist da. Beziehungsweise nicht mögen ist da der falsche Ausdruck. Schaden nehmen, yes. Aber ich weiß nicht. Ich mag irgendwie. Bin ich so der große Fan von der deutschen Sprache. Beziehungsweise die deutsche Sprache zu hören. Wie andere Deutsch sprechen. Das ist irgendwie super merkwürdig. Isaac. Na, ich sehe mich gar nicht mehr. Ich bin zu klein. Sehe mich nicht mehr. Spinnen! Los, Spinnen! Macht euren Scheiß. Ah, fuck off! Nein! Nein! Kack! Aber ja. Weiß nicht. Ich mag's nicht zu hören, wie Leute in YouTube-Videos Deutsch reden. Keine Ahnung warum. Sehr, sehr komisch. So, Uhrzeit. Machen wir noch eine Challenge. Letzte Ding ging recht lang. Mama Computer Savvy. Das geht, glaube ich, recht schnell. Beziehungsweise haben wir ziemlich gute Sachen hier. Machen wir das noch. Und ja. Auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so super
super Fan von, obwohl doch deutsche Musik geht eigentlich, höre ich doch recht, doch einiges. Sind es irgendwie nur die YouTuber, die ich nicht irgendwie nicht mag. Beziehungsweise, wie gesagt, nicht mögen ist irgendwie ein falscher Ausdruck. Ist nicht präferiert von mir. Also wenn ich die Wahl zwischen Deutsch und anderssprachig bzw. Englisch dann habe, weil ich keine andere Sprache anständig verstehe. Nehme ich dann irgendwie lieber Englisch. Okay. Ui. Aber manche deutsche YouTuber, zum Beispiel, gefällt mir jetzt ein Sample-Video zum Beispiel. Der ist cool. Von dem, ich glaube, den habe ich gar nicht mehr abonniert. Weil, keine Ahnung, Themen an sich irgendwie mich nicht mehr interessiert haben. Aber so an sich ist, dem höre ich sehr gerne zu. Ah, hätte ich nicht nehmen sollen. Oder vielleicht, ja, keine Ahnung. Mal gucken, hoffentlich beißt es mir nicht in den Popo. Schlichtweg nicht leiden. Ah ja. Mal gucken, ob wir sparen können. Das sieht aber nicht so aus. Da nehmen wir das Herz. Ape-Prime. Ah ja, so Sachen wie Ape-Crime bin ich auch nicht so der Fan von. Jetzt weiß ich auch, warum ich deutsche YouTuber nicht unbedingt gerne schaue. Weil ich weiß nicht, die jungen Deutschen, blöd gesagt, die haben einen Kackhumor, den ich überhaupt nicht mag. Bei mir kommt's zumindest so vor, diese YouTuber, deren Humor ist irgendwie grundlegend in Übertreibung und Überspielung von Sachen. Nicht Überspielung, aber Übertreibung halt. Reaktionsmäßig. Ja. Reaktionsmäßig ist einfach. Keine Ahnung, was ich labere. Aber ja. Der, in Anführungszeichen, Humor von vielen, vielen deutschen YouTubern gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen schaue ich die nicht gerne. Blauer Anzug. Der passt. Was haben denn die gemacht? Ich meine, ich schaue die ja nicht. Aber Ape Crime an sich. Ich meine, gegen Ape Crime an sich, keine Ahnung. Habe ich nichts. Oder hatte ich bisher nichts. Nur ich mochte deren Humor einfach nicht. Was haben denn die gemacht?
Ich schaue mir gerade Videos, Videoübersicht von denen an. Ist da irgendwas Bestimmtes, was die... was die gemacht haben oder sonst was? Schlechtes Statement gebracht. Okay. Okay. Ach, apropos, ihr müsst mal gucken. Wenn ihr so durch YouTube guckt, in wie vielen Thumbnails entweder rote Kreise oder rote Pfeile oder beides sind. Da, roter Kreis, roter Kreis. Roter Kreis, roter Kreis, roter Kreis, roter Kreis. Roter Pfeil. Das ist inzwischen super heftig geworden. Ach, wenn ich gerade sowieso schon mal bei YouTube bin. Machen wir mal eine kurze YouTube-Tour bei mir. Mit meinen Abos. Bademeister TV. Deutsch. Battleboy Basti Deutsch. Bademeister Ärzte Musik. Battleboy Basti Deutsch Musik. Depressive Dawn, Deutsch, Musik, inzwischen nicht mehr aktuell. Vegane Freiheit, Deutsch, Musik. Die Antwort nicht Deutsch, aber Musik. Fans gesucht, Weekend, Deutsch, Musik. Gary Washington, Deutsch, Musik. Habe ich auch irgendwas Deutsches, das nicht Musik ist? Julians Blog, Deutsch, Musik. Hauptsächlich Musik. Blog Battle, Musik, Deutsch. Ah, digitales Zeichnen. Der macht keine Musik. Der macht Tutorials für digitales Zeichnen. Quink, kennt man eventuell von Cold Mirror. Quink, der ist Deutsch und macht keine Musik. Lance Butters, deutsche Musik. Mauli, deutsche Musik. Niuchi, deutsche Musik. Rappers in Deutschmusik. Richard Meyer. Oder Richard. Richard Meyer. Der ist Deutsch und macht keine Musik. Der macht Sachen über kreatives Schreiben. Sempazenzio. Deutsch. Keine Musik. Wann haben die das eigentlich? Wann haben die eigentlich letztes Mal irgendwas gemacht? Vor einem halben Jahr. Über Brexit. Okay, da kommt wahrscheinlich erstmal nichts weiter. SpongeBoss, deutsche Musik. Mein Stickman Records. Das von Sticky, ne? Ja, deutsche Musik. Sonst noch was. Visos 1 und Visos 3, aber kein Visos 2.
Nee, das. Nee, das war's. Tatsächlich. Ah, nee, nee. Doch, we butter the bread with butter. Deutsch Musik. Was ist We Fly High? Deutsch Musik. Jo. Also ein paar wenige Deutsche, die keine Musik machen. Paar wirklich wenige. Aber immerhin irgendwelche. Aber dann trotzdem, wenn man einfach mal das Verhältnis von Deutsch zu englischsprachig anschaut bei mir, merkt man auf jeden Fall, eins überwiegt dem anderen sehr. Ganz viele, die du auch abonnierst. Sehr gut, haben wir gleich einen Geschmack. Ist doch wunderbar. So. Chup. Ah! Ah! Hat eine Trollbombe eingegessen. Ja, heute ist nicht so mit Sprache und so. Ah ja, okay. Schaden. Und Leben. Sind wir schon da? Nee. Ja, keins. Muss ja nicht jeder die gleichen Interessen haben. Wäre langweilig, wenn sich alle für das Gleiche interessieren. Ein bisschen. Diversität. Anderes Wort fällt mir nicht ein. Ist ganz gut. Aber ja. Let's Plays zum Beispiel. Ich weiß gar nicht. Let's Plays an sich schaue ich kaum. Beziehungsweise das, was an Let's Plays am nächsten rankommt, wären eben die Streams von Vsauce. Nee, nicht von Vsauce, von Winesauce. Dreck. Von Winnie und von Joel. Aber ja. Let's Plays habe ich früher um einiges mehr geguckt, auf jeden Fall. Na, guck. Kack. Ding. Ach, mal eine Frage. Für die, die es eventuell wissen könnten. Neue Resident Evil ist herausgekommen. Vor kurzem, glaube ich. Weiß da jemand, ob das gut ist oder nicht? Das ist Resident Evil 7, glaube ich. Ist das gut oder nicht so gut? Ich habe bisher nicht super viel drüber gehört. Oder gesehen.
Es scheint recht interessant zu sein. Dafür, dass es halt in First Person ist und... Schild. Nice. First Person ist und nicht mehr so actionlastig, sondern tatsächlich auch endlich mal wieder mehr in Horrorbereich geht. Nicht so wie Resident Evil 6 oder so. Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr an Resident Evil 5 erinnern. Oder welches war das in Afrika? War das Resident Evil 6 oder 5? Ne, das war der 5er dann. Ja, der 5er. Der war da. Dann habe ich von Resident Evil 6 überhaupt nichts mitgekriegt. Das ist so gut wie nichts. Gut sein, unpräzise Kampftechniken. Okay. Vielleicht, wenn es mal günstig zu bekommen ist, kann ich es mir mal holen und können wir mal streamen oder so. Weil an sich interessiert es mich doch schon recht sehr. Einfach dafür, dass es endlich mal wieder ein bisschen mehr in Horrorbereich geht und nicht wie seit, ich weiß gar nicht, Resident Evil 4 hauptsächlich eben mehr Action-lastig ist. Dreck! Bisschen mehr Schaden wäre nicht schlecht. Wie viel Schaden habe ich denn? 2,65. Das ist nicht viel. Nee. Och, komm. Jo, die eine Karte hätte ich definitiv nicht aufheben sollen. Die ist scheiße. Mehr Bomben. Yay. Oh Gott. Noch mehr Bomben. Yay. Ach. Kackraum. Ach, ich hab mir übrigens, ich weiß gar nicht, hab ich das schon mal gesagt? Erwähnt gehabt. Aber ich habe jetzt eine Wiimote und hab mir Skyward Sword besorgt. Gibt's ja im Wii U Virtual Console eShop Zeug für 20 Euro. Also um einiges. Da ist es sogar mal merkwürdig. Da ist das im eShop von Nintendo selbst um einiges billiger, als wie wenn du es bei Amazon kaufen würdest oder so. Weil ich glaube, auf Amazon ist es immer noch, geht's immer noch für 40 Euro oder so weg. Das ist mal was. Yeah, Tears, Short Speed, nice.
Und ja. Habe ich jetzt. Kann ich dann, wenn es irgendwann so weit ist, streamen. Was? Leck? Kann sein, dass der Leck gerade kurz von mir kam. Ich weiß nicht. Aktuelles Internet nicht das Beste bei mir. Aber ja, Skyward Sword habe ich. Das können wir streamen. Von den ganzen anderen Zelda-Spielen gibt es immer noch welche, die ich nicht streamen kann. Die für ein DS wären theoretisch kein Problem. Entweder Emulator oder halt Virtual Console, weil die gibt es ja im eShop auch, was ziemlich cool ist. Was auf jeden Fall Sinn macht. Bei einer Wii U macht es auf jeden Fall super Sinn, DS-Spiele im eShop anzubieten. Ah, Halo Flies. Nice. Jetzt bin ich super geschützt. Hab ein Schild und drei Dinger, die um mich rumschweben. Also im Endeffekt, Projektile können mir so gut wie nichts mehr. Ja. Die einzigen Zelda-Spiele, bei denen ich auf jeden Fall Probleme habe, beziehungsweise die aktuell nicht streamen gehen, sind. Die für ein 3DS heißt Triforce Heroes? Heißt es so? Triforce Legend? Try irgendwas. Triforce Heroes? Ja, Triforce Heroes. Das wird nicht gehen, weil ich keinen streamfähigen DS habe. Und Link Between Worlds geht aktuell nicht. Ich hoffe, dass die eventuell mit dem New 3DS, weil mit dem New 3DS ist es ja möglich, softwaremäßig zu streamen. Heißt, dann muss man nicht extra eine Capture Card kaufen und installieren lassen, sondern sondern muss man einfach nur ein bisschen was an der Software rummachen und so. Dann kann man ohne Capture Card streamen. Ja, ich hoffe, dass die mit dem New 3DS eventuell ein bisschen mit dem Preis runtergehen, sobald die Switch draußen ist. Das wäre super. Könnte ich mir da auch einen leisten. Vielleicht irgendwann mal. Was? Das Scheißding war doch gerade am Sterben. Dass es mir immer noch wehtun kann. Was ist für ein Arsch? Für den Popo ist das. Ja. Aber ansonsten müssten jetzt eigentlich alle. Müssten eigentlich alle. Na,
müssten eigentlich alle anderen Zelda-Spiele streamen gehen. Weil ich habe ja vor, alle Zelda-Spiele zu streamen. Oder so gut wie alle, die mir aktuell möglich sind, zu streamen. Und aktuell sind wir ja bei Link to the Past. Danach wird wahrscheinlich Pause gemacht erstmal, bis Breath of the Wild draußen ist. Werde ich mir auf jeden Fall zum Release kaufen. Da werde ich. Ach, haben wir die Challenge geschafft. Sehr schön. Baby. Sehr schön. Ja. Breath of the Wild werde ich mir auf jeden Fall zum Release kaufen, werde ich mir im Februar ein bisschen Geld zurücklegen. Und dann im März, kommt ja am 3. März raus. Mal gucken, vielleicht bestelle ich es mir vor oder ich kaufe es mir dann im... Es müsste dann, glaube ich, im eShop runterladbar sein, oder?